Ja, Salle, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute wieder ein Forza Horizon 4. Wir fahren eure Lieblinge. Mit dabei ist heute wieder der nur 24-Stunden-Racer. Hallihallo. Hallihallo. Und wir fahren hier den Porsche 911 Carrera S von 2019. Und das Tuning kommt von nur 24-Stunden-Racer. Und wir werden auch, wie in der letzten Folge gesagt, auf seiner Teststrecke diesen Boliden hier bewegen. Und ja, er hat sich nicht lumpen lassen und hat hier selber sein eigenes Design gemacht, wo ich sagen muss, ja, Chapeau, sieht nicht schlecht aus. Aber ich habe mir natürlich einen Meisterdesigner geholt und habe ein Stewie-Design auf meinem Auto. Ehre dem Ehre gebührt. Und ja, dann werden wir das mal über nur 24 Stunden Racer seine Strecke prügeln. Den Freigabecode für das Tuning und für das Auto ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns gleich am Start. So, dann mal let's go hier. Och du Scheiße. Eine kurvige Strecke mit RWD, das ist genau das, worauf ich natürlich, wie soll ich sagen? Ich sag am besten gar nichts mehr, denn ich konzentriere mich hier schon so arg, dass ich hier schon nicht abfliege. Nee, also das Auto ist smooth bis jetzt, man kann es gut handeln und bändigen. Aber ich weiß, dass ich hier die Kurven eh nicht gerne fahre. In diesem Gebiet hier bin ich auch nicht oft unterwegs, deshalb schauen wir mal, hier ein bisschen cutten, das weiß ich. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir die 348 kW auf, was waren das, 547 Newtonmeter und 1,17 Tonnen bändigen können. Warum bremse ich? Weil ich auf meinen schlauen Zettel geschaut habe. Ah, Bremsen sind aber stabil. Genau. Oh, ich das glaub, ist dieses. Warum macht man das hier? Damit die Autos nochmal anbremsen müssen. Das ist ja ein Spiel, das sehr Top Speed lastig ist. Und durch so eine Bahne, nenne ich es. Ja, weil die Leute immer. Es macht ja keinen Sinn, langsam zu fahren in einem Rennspiel, in einem simulierten. Da will man ja meistens immer möglichst schnell fahren. Ich meine, klar, es gibt aber noch. Schnell fahren kannst du ja auch in den Kurven. Du musst es immer ins Verhältnis setzen. Ja. Für so eine Kurve fährst du schnell. Nur Topspeed wäre ja auch irgendwann langweilig. Dann könnte ich auch die Autobahn rauf und runter fahren. Ja, es gibt Leute, die machen fast nur das. Und genauso gibt es halt auch die Leute, die hier Real-Life-Driving machen und dann halt mit 50 oder 100 hier nur durch die Gegend fahren und an jeder Kreuzung anhalten und bremsen. Aber das ist, weiß ich nicht, da war ich gar nicht drauf ab. Ich habe das zwar das ein oder andere Mal, wo das so Leute gemacht haben, wo ich noch neu war in Forza und ja, da werden das Leute gemacht und dann bin ich da halt mal mitgefahren und fand das aber total bescheuert. Und ja, bis jetzt bin ich noch so gut wie fehlerfrei. Ich meine, gut, das ist nur 24-Stunden-Racer, seine Home-Strecke, der weiß, wie er hier in die Kurven rein muss. Hier in Broadway bin ich zwar auch daheim, die kenne ich mich auch gut aus, aber ja, auf den paar Metern werde ich nichts gut machen auf ihn. Und wenn ich ihn kenne, hat er da vorne bestimmt auch die Checkpoints so gesetzt, dass man die Kurve hier nicht cutten kann, so wie im normalen Modus. Ja, natürlich nicht. Ja, weil du sagst, du bist fast wieder frei mit dem Auto, genau. Das, so sollte das Tuning auch sein. Hier, also wer viel Forza spielt, weiß und auch kompetitiv spielt, weiß, der 911 Carrera gehört doch mit zu den stärksten Autos im Spiel. Du kannst da richtige Grad so Off-Meter oder so, dass es ist nicht übertrieben schnell ist, aber mit zu den schnellsten Autos immer gehört. So kann man den auf jeden Fall aufbauen. Aber das war ja nicht das Ziel von meinem Tuning. Das Ziel sollte sein, ein Auto zu bauen, das zwar Heckantrieb hat, aber sich eben extrem sauber fährt, mit dem du eben selten Fehler wie Über- oder Untersteuern hast. Überhaupt diese Momente, dass du die nicht hast. Und selbst wenn, dass du sie noch gut kontrollieren kannst. Und
Deshalb bin ich auch froh, dass wir eben, also dass mir die Ehre erwiesen wurde, dass wir jetzt auch mal auf meiner Strecke fahren können, der doch sehr kurvig ist. Wo eben genau diese Fähigkeit, die ich mit dem Tuning erreichen wollte, dass auch die gleich getestet werden kann. Weil, klar, Antrieb ist normalerweise eine echte Herausforderung, aber gerade bei dem Auto habe auch nicht die Leistung lang nicht ausgereizt, wie viel man da auch in der S1-Klasse noch reinbauen könnte. Also bei fahrenden Personen wäre man wahrscheinlich mit mehr Leistung auch nochmal ein gutes Stück schneller, aber wie gesagt, das sollte eben ein Tuning sein, das Spaß macht zum Fahren, mit dem man auch dieses saubere Fahren üben kann. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Und man kann hier auch schon mal im Kurvenscheitelpunkt Gas geben, ohne dass ja das Auto gleich quer kommt. Und ja, das ist das, worum mich meistens immer immer aus der Bahn wirft, dass ich schon zu früh Gas gebe, wenn ich RWD fahre. Weil ja, beim AWD geht's auch. Und warum nicht beim RWD? Ja. Was du ja auch schon ganz am Anfang getestet hast, der ist auch so aufgebaut, dass du auch am Start schon einfach voll stempeln kannst. Und das Auto hat durchdrehende Reifen, aber einfach weil es einfach so geil geworden ist, quer kommt es trotzdem nicht so wirklich. Du hast ein bisschen einen Wheelspin, aber kommst gut weg noch vom Start. Ja, das habe ich auch gemerkt. Es gibt andere Autos, da bist du richtig quer, da kommt richtig viel Qualm hinten raus. Das ist noch im dritten Gang maximal Halbgas. Ja. Ich benutze dann bei denen meistens den Trick, dass ich gleich direkt am Start in den zweiten schalte, Gas gebe und dann in den ersten runterschalte. Dann geht's meistens. Aber das muss man auch ein bisschen üben. Eben auch hier bei meinem Tuning eigentlich nicht notwendig. Weil es gibt ja hier eigentlich auch diese, wie heißt denn das, wenn du so einen gewissen Drehzahlbereich dem Auto vorgibst, wenn du losfahren möchtest, dieses Start. Launch Control, genau, nur, ja, da das ja hier mehr oder weniger, ja, du kannst ihn halt nicht benutzen, weil es gibt ja keinen, du stehst am Start und kannst schon irgendwie den Motor ein bisschen hochdrehen, sondern 3, 2, 1, oh. Und dann ja, geht es in der Animation los und man hat erst 10 Sekunden später, oder ja, 10 sind es nicht, aber erst so 3, 4 Sekunden später auch seine Anzeige unten. Und ja, deshalb finde ich diese Launch Control, ja, cool, dass ihr es reingemacht habt, aber warum kann ich es dann nicht auch in Rennen benutzen? Das würde doch am meisten Sinn machen und nicht nur in der Open World. So, warum bist du schon so weit vorne? Kupplung aktivieren. Soll ich langsam machen? Nö, alles gut. Ich gebe mein Bestes. Bin ich da jetzt auch schon ein bisschen länger nicht gefahren. Macht einfach Spaß hier, das Auto. Also es ist jetzt halt auch Broadway und so, ist kein Problem, aber alles jetzt hier, also was jetzt bis zur Flussstraße geht, ja, das fahre ich nicht so oft und nicht so gerne, weil die Strecke da immer so ein bisschen tückisch ist. Und ja, man kommt da auch durch Rennen irgendwie gefühlt nicht ganz so oft lang. Deshalb finde ich es auch cool, dass du deine Strecke da lang gewählt hast. Das nervt mich zum Beispiel in The Crew 2 so extrem. Die haben da so viele Rennen und eigentlich auch so viel Streckenmaterial, wo sie Rennen hinmachen könnten, und gefühlt fährst du dann immer wieder irgendwo dieselben Passagen, oder ja, Rennen schneiden sich, dass du da wieder in einem Rennen auch eine Passage fährst, die du auch schon in einem anderen Rennen fährst, und dann bringen sie irgendwie neue Rennen raus und dann denkst du nur so, ah cool, es kommen neue Rennen, und dann fährst du letztendlich auch wieder irgendeine Strecke, die du aber auch schon irgendwie voll oft gefahren bist. Und ja, gerade mit diesem Update damals in The Crew 2, mit diesen Hobbys, die reingekommen sind, da haben sie dir halt auch so Challenges gegeben. Fahre von, keine Ahnung, Arcadia, das liegt ganz im Nordosten auf so einer Insel, musstest du halt nach Los Angeles fahren. Und okay. Ja, dann bist du teilweise dort, das ist ja ganz Amerika, wo du dort bist, klar, ein bisschen kleiner und so, aber letztendlich fährst du da durch ganz Amerika, und da bist du dann
an Passagen vorbeigekommen auf der Karte, da warst du noch nie. Die sahen so geil aus, das hat so Bock gemacht, da lang zu fahren. Und du denkst dir nur so, ja geil, die bringen neue Rennen raus. Dann so, na toll, es sind wieder Strecken, die recycelt wurden, wo du eh schon 10-mal lang gefahren bist. Ja, super, was soll denn das? Naja, ich habe letztens Optikum mal wieder gespielt, da bin ich ja irgendwie so Foto, finde die. Also da war irgendein Rennen, es ging durch die Wüste. Danach bin ich noch ein paar Meter weiter einfach so durch die Wüste gefahren, weil es einem einfach gerade Spaß gemacht hat. Weil nicht bis sondern Savanne halt, so ein Kaktus. Ja, die Salzwüste Zeug. Oder? Nee, eben da halt im Süden bei Texas sozusagen, da wo Kaktus und Zeugs rumsteht, aber halt eigentlich ein großes Nirgends, Niemandsland ist. Und dann bin ich eben da noch ein Stück weiter gefahren und dann plötzlich Fotomodus finde die alte Kirche von bla bla bla. War halt dann einfach eine Geisterstadt, die ich halt noch nie gesehen habe dafür. Naja, echt krass. So. Großen Welt, wie viel man da einfach entdecken kann. Und das ist halt das Geile an Forza, du kannst halt selber deine Strecken machen und ja, letztendlich hätte man hier auch noch so viele Straßen zur Verfügung, die in irgendwelchen Rennen gar nicht berücksichtigt wurden oder halt geile Rennpassagen, wo es echt Spaß macht, lang zu fahren, die wurden eher nicht so oft berücksichtigt und eher so Rennen, die, keine Ahnung, wo du so denkst, oh, nicht schon wieder dieses blöde Rennen, wie jetzt Ambleside Dorf oder die Festival-Rundstrecke, ich meine, die haben auch ihre Berechtigung. Aber halt, ja, für S2, wo man dann meistens in den Meisterschaften mitfahren muss. Ja komm, machen wir heute eine extra Länge hier, machen wir noch eine Runde, sind wir bei 15 Minuten. What else? Und das, ja, das fehlt halt irgendwie in der Crew 2. Vielleicht hätten sie das mal in Jahr 3 oder so rausbringen sollen und ja, nicht das, was sie jetzt rausgebracht haben. Weil das ist ja auch so der neue Motorpass. Sagen sie, okay, sie haben neue Events reingebracht. Weiß gar nicht, wie es heißt. Du fährst halt der Speed Champion irgendwas. Du fährst halt von New York los und fährst einmal um die ganze Karte, mehr oder weniger. Mit mehreren Disziplinen. So ein Rennen geht 5 Minuten. Okay, die sind neu, das ist geil, das macht Spaß. Und dann gibt es aber noch diesen anderen Modus, der ja angeblich auch neu sein soll. Und da haben sie aber einfach alte Strecken, die eh schon im Street Race drin waren, genommen und die einfach ja, für neu verkauft. Und halt richtig dumm eigentlich. Reicht so ein Crossover-Spiel eigentlich. Böse von der Vielfalt von Orten von der Crew mit einer Grafik, einer Fahrphysik und einer Autoauswahl von Forza. Nö, ich mag die Fahrphysik von The Crew 2, weil die ist noch ein bisschen einfacher und... Ich komme damit überhaupt nicht klar, ehrlich gesagt. Ja gut, weil du wahrscheinlich auch keine Profi-Einstellungen benutzt. Doch, das schon auch. Echt. Aber du machst sie selber wahrscheinlich. Ja. Ja, weil es ist eigentlich... Wenn du bei den Profi-Einstellungen unten anfängst und dann nach oben gehst, sind die unteren zwei immer auf 10 Punkte, also komplett auf Plus. Und ich glaube, das ist der Radsturz und die Stabis sind komplett auf Minus. Das ist eigentlich fast bei jedem Auto immer Standard, sonst fahren sich die Autos kacke. Aber ja, es ist halt was anderes wie Forza. Forza verzeiht nicht so viel. Also du kannst in der Crew 2 in eine Kurve reinfahren und auch noch in der Kurve bremsen, ohne da so extrem rauszufliegen. Machst du das hier in Forza, dann fliegst du genauso schnell aus der Kurve raus, wie du reingefahren bist, auch wenn du das Bremspedal voll durchdrückst. Und gleichzeitig muss ich sagen, zum Beispiel, weil sie habe ich einfach deutlich mehr Gefühl im Controller. Das Auto funktioniert und wie ich es eben, wenn ich mich mit dem Auto ein bisschen auseinandersetze, wie ich es positionieren kann, mit einem Input passt immer einen guten Output, also Input in den Controller immer einen guten Output. Wird in Auto gibt, man muss, dass das Auto sich dann jedes Mal gleich um die Kurve fährt. Bei The Crew ist ein, ach so, nur ein klitzekleinen Unterschied und das Auto schwimmt plötzlich wie sonst was oder fühlt sich wie ein Tanklaster an oder sowas. Jetzt deutlich übertrieben gesagt. Also gut, okay. Das ist halt so ein bisschen so sehr vom Fahren. Ja, das ist ein bisschen das Problem von The Crew 2. Also es gibt halt da auch Meta-Fahrzeuge.
Die werden auch im Live sammeln und in jeder besten Liste kannst du ja auf die ersten Plätze gucken, was die für Autos gefahren sind. Und die Autos sind dann eigentlich in der Regel auch die Meta. Und ja, alles, was halt nicht die Meta ist, es gibt noch so ein bisschen Off-Meta, ja, aber das sind auch nicht so viele Autos und der Rest von den Autos ist eigentlich Schmutz. Also ja, ein bisschen schade, dass du da immer nur die gleichen Autos fährst. Das ist hier in Forza immer noch ein bisschen anders. Durch das Feintuning kannst du ja immer noch extrem viel aus den Autos hier rausholen. In der Crew 2 eigentlich nicht mehr wirklich. Und ja, da merkst du halt auch extrem den Unterschied von RWD und AWD. Aber du kannst halt nicht umtunen. Die Autos sind halt immer, entweder wenn es RWD-Autos sind, dann fährst du da auch RWD. Da kannst du nichts ändern, so wie hier. Und das ist halt auch der Vorteil für Forza. Aber ja, The Crew 2 ist halt entspannter und einfacher. Also da brauche ich zum Beispiel keine Ideallinie und ich fahre trotzdem geile Zeiten. Und würde ich hier die Ideallinie rausmachen, oh je, ihr glaubt gar nicht, wie ich hier die ganze Zeit nur rumeiern würde oder viel zu langsam durch die Kurven fahren würde. Und beziehungsweise gibt es ja in The Crew 2 keine Ideallinie. Es gibt zwar eine Linie, ja, aber die zeigt ihr ja nur an, wo es lang geht. Die wird ja nicht blau oder rot, also die ist blau, aber die wird ja nicht gelb oder orange oder grün vor einer Kurve, sondern die ist einfach immer da. Was ist denn hier so eine Top-Zeit auf dieser Strecke? Kommt ganz aufs Auto an, also mit dem Auto jetzt an die 5 Minuten hinzukommen ist schon geil. Unterbieten ist auf jeden Fall sehr schwierig, aber mit anderen Autos, mit vielleicht ein bisschen mehr Power oder so, geht auch unter 5 Minuten knapp die Runde. Ja, also in der gut. S1-Klasse eben. Und ja, eine 5. Was habe ich jetzt hier? Eine 5,12, 5,13. Eine 5 Minuten 5 bin ich gefahren, aber viel schneller komme ich mit dem Auto auch nicht. Also war schon gar nicht. Unter 10 Sekunden auf Base fürs erste Mal auf der Strecke. Hat ja einen Applaus verdient. Danke. Ich klopfe mir selber auf die Schulter, wo keiner sieht's. Und ja, kommen wir hier gleich auch zum Ende. Also ich kann nur sagen, dafür, dass es RWD ist, habt ihr ja gesehen, ich konnte ihn relativ stabil da rumschieben. Zwar nicht ganz so schnell wie der nur 24-Stunden-Racer, aber das ist auch seine Strecke. Es wäre ja auch blöd, wenn es nicht so wäre. Und ja, probiert doch die Strecke selber mal aus, wenn sie euch gefallen hat. Das Tuning, nehmt es mit dem Porsche und ja, wenn ihr Bock drauf habt, fahrt es und schreibt uns eure schnellste Zeit in die Kommentare, dass wir so wissen, wie schlecht ich bin oder wie gut ihr seid. Deklassiert mich ruhig, macht mich ruhig fertig und am besten auch noch den 24-Stunden-Racer, dann fühle ich mich nicht ganz so schlecht. Nathalie kann es ja mal mit ihrem Porsche von gestern fahren. Wer die Folge noch nicht gesehen hat, unbedingt auch anschauen. Sehr tolles Auto auch. Ja, von vor 2 Tagen. Weil wir vor 2 Tagen schon? Okay. Ja. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich Nathalie kommt jetzt mit einer 4 Minuten 50 oder so um die Ecke mit dem Tuner. Könnte ich mir schon fast vorstellen. Wer weiß, nee. Wer weiß. Wir wer hätten weiß, ja jetzt weiß. Hier auch den Vergleich mit Goliath machen können, aber ich glaub, vielleicht. Das reicht schon für heute. Ja, natürlich. Und ich denke, da man ja eh nicht mehr so viel zu tun hat, freut sich Nathalie vielleicht über diese Herausforderung. Letni und Keno, ihr seid natürlich auch dazu aufgerufen. Darky X, du bist natürlich auch mit im selben Boot. Probiert's gerne aus. Alle anderen sind ja nur stille Zuschauer. Über die bin ich nicht böse. Ihr seid auch genauso wertvoll und wichtig wie die anderen. Aber leider kann ich von euch kein Auto testen. Und ja, vielleicht überlegt ihr euch ja auch mal, mir noch einen kleinen Kommentar zu schreiben. Es muss nicht viel sein. Und lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Wir sind dann an der Stelle raus. Ich bedanke mich mal wieder über die Hilfe bei nur 24 Stunden Racer. Und dann ciao, ciao. Ciao, oh yeah.